Hallo zusammen, heute bin ich im Hunsrück unterwegs, in Moorbach genauer gesagt. Und hier vor mir sieht man die Energielandschaft Moorbach. Hier stehen 7 Enercon E141 EP4. Hier hat 2018 bis 2020 ein Repowering stattgefunden. Hier standen vorher 14 Vestas V80, 2 Megawatt, die jetzt repowered wurden. Und das sind quasi die letzten EP4. Die letzte Anlage ging Anfang diesen Jahres ans Netz. Die sind quasi noch neuer als die in Veltheim. Genau, und das Gebiet der Energielandschaft Moorbach war ursprünglich das größte Munitionsdepot der US-Luftwaffe. Und 2003, glaube ich, hat man sich dann dafür entschieden, einen Energiepark draus zu machen. Mit 14 Windkraftanlagen, es gibt eine sehr große Solaranlage und Biomassekraftwerk. Und hier werden auch Pellets hergestellt. Geil, es ist ein richtig geiler Tag. Super Wetter, es ist echt schon richtig heiß. Es geht ein lauer Wind, die Anlagen drehen sich nur sehr langsam. Stehen auch in unterschiedliche Richtungen, aber sie drehen sich. Das ist jetzt eine Premiere, ich habe vorher noch nie eine EP4 gesehen. Und hier stehen gleich 7 Stück rum. Krass. Die Anlagen haben alle eine Höhe von 159 Metern. Die tolle EP4, das ist meine absolute Lieblingsanlage. Ist echt super schade, dass sie nicht mehr gebaut wird. Die EP3 ist zwar auch geil, aber die EP4 ist nochmal echt ein Highlight. Das ist einfach so ein Markenzeichen von Enercon mit dem Ei und dem Rotorblattdesign. Naja, die stehen jetzt erstmal die nächsten 25 bis 30 Jahre hier. Genau, ich werde dann jetzt mal in den Park reinfahren und hoffe, dass ich dann mal näher an die Anlagen rankomme. So, ich bin jetzt hier in der Energielandschaft angekommen und hier hat man direkt schon einen tollen Blick auf die EP4. Mann, ist das eine geile Anlage, ey. Echt meine absolute Lieblingsanlage von Enercon im Moment. Ja, gibt's ja leider nicht mehr. Leider, leider. Ja, hier hat man auch einen ganz guten Überblick. Hier drüben stehen 2 Anlagen. Nummer 1, 2. Dann hier 3, 4, 5, 6. Und hier steht die 7. Das Wetter ist Bombe heute. Ich stehe hier vor so einem Sonnenblumenfeld. Mega geiler Blick. Es geht eine leichte Luft. Die Anlagen drehen sich sehr gemächlich heute. Krass. Ja, die Anlagen haben eine Höhe von 159 Metern. Sieht aber gar nicht so hoch aus mit den riesigen Rotorblättern. Krass. Hier sieht man den Turm noch mal ein bisschen besser. Die Anlagen haben auch alle diesen coolen Raketenturm, der für die EP4 entwickelt wurde. Da haben einige bestimmt gehört, da gab es ja Probleme bei den EP4, dass da der Turm irgendwie abgebröckelt ist, so zwischen der Verbindung von dem Stahlturm und dem Betonturm. Sieht jetzt bei den Anlagen hier nicht so aus. Die sehen alle noch relativ gut aus. Die wurden aber auch erst letztes Jahr fertiggestellt. Nee, Anfang diesen Jahres wurde die letzte Anlage fertiggestellt. Und vielleicht haben sie da irgendwie was neues Verfahren entwickelt, dass der Turm nicht mehr abbröckelt. Ein Monster, ey. Hier sieht man auch mal schön das Logo, Energielandschaft Moorbach.
geile Anlagen. Hier hinten die EP4, die steht. Sieht so aus, als ob die gerade nochmal neu startet. Geht gerade wieder ans Netz. Krass. Wunderschön, die EP4. Das ist meine absolute Lieblingsanlage. Schade, dass sie nicht mehr gebaut wird. Ist einfach so, das ist für mich einfach eine richtige Intercom-Anlage. Die EP3 ist zwar auch geil, aber die EP4 ist einfach, ja, einfach mega. Mit dem Riesenei drum, oben drauf. Schon richtig geil. Aber klar, wenn man sich vorstellt, wenn man das jetzt mit der EP3 vergleicht, da werden echt schon viele Materialkosten eingespart, gerade mit der Gondel und so. Naja, aber die steht ja jetzt erstmal für die nächsten 25, 30 Jahre, steht die ja jetzt erstmal hier. Da kann man sich ja noch ein bisschen länger dran erfreuen. Schön gemächlich dreht sie sich. Mega cool. Ja, der Eingang zur Energielandschaft, da ist jetzt da hinten. Ich muss mal gucken, ich hoffe, da komme ich überhaupt drauf. Im Internet stand nur was von, dass man eine Führung vorher buchen muss. Hoffe ich mal nicht. Ich würde nämlich echt gerne mal nah an die EP4 ran. Mal schauen. So, jetzt sind wir alle Anlagen im Netz. Toll, ich hatte nämlich Schiss, dass die Anlagen stehen und nicht kommen, weil es heute echt heiß ist. Aber sie drehen sich alle. Naja, dann werde ich mal näher hinlaufen und gucken, dass ich mal direkt zur EP4 komme. So, jetzt stehe ich unterhalb von der EP4. Näher komme ich leider nicht ran, weil hier überall noch Stacheldrahtzaun drumherum ist. Ich nehme an, dass es noch Überreste von dem Munitionsdepot von der Luftwaffe. Ja, krasse Anlage, ey, echt. Die hat auch wieder den schönen Raketenturm, die 159 Meter Anlagen haben. Ja, bei einigen EP4-Anlagen gab es ja das Problem, dass beim Übergang von dem Betonturm zum Stahlturm, dass da der Beton abgebröckelt ist. Die Anlagen hier wurden ein bisschen später gebaut. Da scheint es nicht so das Problem zu sein.